St. Anton, August 2015. Traumhaftes Wetter, würden die Touristen sagen, aber muss sagen, Pistenverhältnisse miesest, Talabfahrt nicht möglich. Aber es ist wurscht, deshalb sind wir nicht da. Wir sind da wegen dem Filmfest St. Anton. Außerdem ist das eine Frage des Sportgerätes, weil mit dem Downhill-Bike hast du jetzt beste Pistenverhältnisse. Stimmt. Und die sind ja auch sehr stark repräsentiert bei der ganzen Sache. Aber mal eine kurze Vorstellung. Flo Orli. Wellenreiter, Abenteurer, Weltumsegler, Familienvater und Nummer 3 der Freeride World Tour. Wurde gecastet als Moderator für dieses Festival, weil bei ihm der blöde Fragenanteil auf unter 1% sinken kann an guten Tagen. Ja, das sagst du. Also, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, die 1%-Hürde. An meiner Seite wiederum Heinz Reich. Jeder kennt seine Stimme aus Lauen Sommernächten im Auto, wo FM4 eingestalten ist. The Voice. Eigentlich ist er Kärntner, wohnhaft in Wien, aber im Herzen war schon immer dieser Mann. Kann man so sagen, ja. Schon, ja. Also super, und außerdem sind wir als Team fast unschlagbar, weil ich kenne sehr viele von den Protagonisten in den Filmen, von den Athleten, von den Filmemachern und die muss immer vorher koordinieren, bevor es mit der Moderation losgeht, bleibt da kaum eine Lücke offen. So spielen wir zwei halt immer Ping-Pong. Spielen uns die Fragen zu und wenn der eine mal ein bisschen Loch im Hirn hat, dann springt der andere ein. Genau, wobei was belabern denn die da vorne die ganze Zeit, bitte? Der Heinz und ich haben ja abgesehen von unserem Job als Moderatoren auch andere bürgerliche Berufe und vielleicht von dem her auch ganz verschiedene Herangehensweise ans Moderieren, unterschiedliche Vorbereitungen. Heinz formuliert seine Fragen, seine Statements, die er auf der Bühne gibt, komplett aus. Ich mache maximal Stichworte, bin da eher der Freestyler, obwohl ich eigentlich ein Freerider bin. Und so haben wir aber gegenseitig, glaube ich, schon viel voneinander gelernt. Und es ist immer ganz witzig, was jeder vom anderen auch kurz, bevor wir auf die Bühne gehen, noch aufschnappt und mitnimmt und dann präsentiert. Hey! Hey, Traktor! Du hast gerade zuerst geredet über das Heu, gell? Ja.